Es sind noch 5 Charaktere, die ich in diesem Account noch brauche, damit ich diesen Kandidaten endlich freischalten kann. Die ziehen sich aber so extrem in die Länge, dass ich da das ein oder andere Problem einfach immer wieder habe. Und selbst heute schaut es nicht so aus, als würde ich mit einem vorankommen. Aber wir müssen natürlich euch, möchte euch natürlich den aktuellen Stand zeigen, wie es ist nach einer Zeit. Also, nach dem Intro geht es gleich los. Ich heiße euch herzlich willkommen zur heutigen Folge von Star Wars Galaxy of Heroes Let's Play Phase 2. Ja, es ist wieder Zeit, eine Runde Let's Play zu spielen. Ich glaube, ich muss doch den Vorhang hier zumachen. Es war vorher nicht so schlimm, aber ich muss das jetzt doch schnell machen. So, jetzt ist es besser. Na, es hat hier auf dieser Seite hier hat sich das so angeschaut, als würde das Licht ein bisschen stören. Aber jetzt geht's. Wie gesagt, das habe ich vorhin nicht so gesehen. Ja, ich bin froh, dass ich heute überhaupt noch ein Video machen konnte. Denn ich habe heute Morgen ab 9 Uhr ungefähr angefangen, meinen PC aufzuräumen, also sauber zu machen. Und habe natürlich mal alle meine PCs auseinandergenommen. Und bis dann das wieder alles zum Laufen gebracht habe, bis es dann mit dem Ton funktioniert hat. Hey, das hat gedauert bis um 12.30 Uhr habe ich es gerade noch geschafft. Und dann habe ich gesagt, jetzt will ich erstmal noch kurz Ruhe geben, bevor ich dann wieder mit Videos starte. Also ich bin froh, dass ich es geschafft habe. Und jetzt läuft alles wieder ganz normal. Und ich hoffe auch, dass die Aufnahmen alles ganz normal gemacht werden und so weiter und so fort. Schaut bis jetzt sehr, sehr gut aus. Und ich hoffe mal, dass es auch so bleiben kann. So, lange Rede, kurzer Sinn. Was hat sich getan? Also ich habe es ja im Intro bereits gesagt, es ist unglücklicherweise wirklich nicht viel passiert, weil das hat zwei Gründe. Erstens, weil ich wenig Zeit hatte, jeden Tag meine gesamten Tickets und alles, was ich dafür benötige, machen zu können. Das ist nämlich das Hauptproblem gewesen. Ich konnte nicht jeden Tag alles machen, was ich machen wollte. Es war die letzten zwei Wochen wirklich übel. Und das Zweite ist, an manchen Tagen habe ich teilweise, wenn ich das wirklich auch dann 3 oder 4 Tage dann durchgezogen habe, habe ich teilweise auch wirklich keinen einzigen Splitter, zum Beispiel hier, bekommen. Crashen mache ich sowieso momentan noch nicht. Und hier schaut es auch dann so aus. Und ich habe jetzt mir auch gesagt, ich werde jetzt erstmal bis auf Weiteres an Dash Render rausnehmen. Der soll nicht auf Relikte 7 kommen. Warum? Ist ganz einfach, weil es zurzeit nicht notwendig ist. Absolut nicht notwendig. So. Ich arbeite weiter, besser gesagt, an Aura Sing. Da haben wir 5. Da können wir hier ein paar nehmen und hier noch ein paar. Dann schaut das schon mal gut aus. Dann sollte... Nein, natürlich nicht. Hier, da fehlen jetzt noch 6. Da habe ich hier natürlich nichts mehr. Drei. So, mit etwas Glück, dann kann ich nämlich vielleicht noch... Nein, natürlich nicht. Was erwarte ich eigentlich auch? So, dann schauen wir mal an, was wir hier noch brauchen. 27 von denen. Da können wir hier nochmal 2 nehmen. Dann sind wir noch bei 25. Aber ich werde jetzt dafür jetzt keine Kristalle ausgeben, weil es sich sowieso nicht lohnt. Aber schauen wir mal. Da haben wir 40 und hier haben wir da 80. Ja, das schaut gut aus. Das könnte gut ausschauen, dass ich nächste Woche... Hier haben wir... Wir haben genug Setas zur Verfügung. Das passt also auch. Dass ich dann beim nächsten Let's Play die Auras, sie auf jeden Fall fertig kriege. Das wird auf jeden Fall klappen. So, wir brauchen noch...
Wir brauchen da damit 13. Hier können wir noch ein paar Kyrotex und so weiter bekommen. Da haben wir jetzt 84 und 136. Stufe 2 habe ich natürlich noch nicht geschafft, aber das ist ja auch nicht weiter dramatisch. Dafür habe ich die Kopf, da fehlt mir noch ein Kopfgeldjäger noch und dann könnte ich das, glaube ich, mal probieren. Aber dafür habe ich ja immer noch ein bisschen Zeit. Das ist jetzt nicht so dramatisch. So, also, dann sind es hier. Und wir gehen gleich mal durch. Wir müssen ja insgesamt Aura Sing muss auf Relikte 6. So, jetzt sind wir bei 104. Und die restlichen kriege ich dann auch noch hin. Ich glaube dann, sie muss auf Relikte 6. Das heißt, 20 langt. Und die lange, da brauche ich 40. Perfekt. Also, theoretisch gesehen sollte es klappen, dass ich sie nächste Woche auf Relikte 6 bekomme. Dann haben wir nämlich den nächsten Kandidaten dann nächste Woche so weit. Hier fehlen mir Kyrotex. Ich brauche nämlich noch 16 Stück. Die werde ich aber jetzt da nicht nutzen. Und nur das hier. Jetzt sind es noch 9. Jetzt bekomme ich wieder mal gar nichts. 2 Runden 0. Es ist manchmal richtig übel, was für eine Droprate teilweise dann rauskommt. Ich habe ja mal einen Test gemacht und bei diesem Test lief das zu keinem Zeitpunkt. Und ich habe da wirklich alles genau gleich gemacht. So, dann bin ich mit dem hier an dieser Stelle schon soweit fertig. Chief Chirper, schauen wir mal, was wir haben jetzt von denen da. Die haben 1054 und 937. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Und 825, also von dem her, es sind genug von diesen Teilen. Das ist wirklich der einzige Account, wo ich wirklich von diesen Teilen mehr als genug habe. Aber es ist halt unglücklicherweise so, es zieht sich alles so extrem in die Länge. So, dann haben wir nicht. Ja, Captain Rex habe ich beim letzten Mal leider vergessen, ihn mir zu holen. Und die Prinzessin Knisa, die können wir uns heute noch holen, dass wir sie freischalten können. Wisst ihr, ich habe das erste Mal dieses Event gemacht. Und ich habe verloren. Es ist so der Hammer gewesen. Ich habe schon gemeint, ey, was macht sie eigentlich mit mir? Dabei ist es... Es sind nur 2 Kämpfe. Das hat sich ja... Moment. Wir nehmen ein Wicket mit. Dann nehmen wir sie mit. So, dann ein bisschen verwirren. So, dann nehmen wir ihn raus. Also es ist... So. Jetzt muss ich ihn unbedingt mitnehmen. So, wir nehmen Pablo mit. So, damit schon mal die gesamten Buffs weggenommen werden. Aber ich habe, wie gesagt, ich habe das, weil es immer so funktioniert, ich habe das dann auf Auto gemacht.
Und dann habe ich glatt verloren. Dann habe ich es selber gemacht. Und zwar genauso, wie ich es jetzt hier auch mache. Und schon hat es funktioniert. Man muss ja dazu sagen, die sind ja alle auf Relikte. Das ist ja sowieso auch mal eine neue Sache. Es ist schon faszinierend. Wie gesagt, Captain Rex habe ich es vergessen mir zu holen. Aber das spielt jetzt wieso keine Rolle. Wenn er dann mal freigeschaltet ist, dann kann ich mir dann noch holen. Weil Leer ist wieso... Da wird mit Sicherheit der... So, dann wollen wir mal ein... Es ist schon faszinierend, wie oft sie angreift. So, dann nehmen wir ihm schon mal ein paar Buffs weg. Dann tun wir uns... So, jetzt können wir auf Auto gehen. Der Rest klappt jetzt von alleine. Hey, das hat mich da schon ein bisschen verwirrt. Weil, wie gesagt, Leer ist für mich schon extrem weit weg. Der einzige, den ich jetzt aktuell habe, ist natürlich Lando Calrissian auf Relikte 5. Den habe ich bereits. Aber, und jetzt kommt das ganz große Aber. Es sind mit Sicherheit ein paar Relikte 9 Charaktere dabei. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nur mit Relikte 7 arbeiten, aber mit Sicherheit ein paar Relikte 9 auch mit dabei sind. Also ich schätze, meine Vermutung nach, Minimum 2. Also Minimum 2, eher 3. 3 Relikte 9. Wir haben ja die ersten 5 sind ja da. Hier. Die ersten 5 sind da. Es sind ja noch 10 weitere. Und da sind mit Sicherheit 2 Relikte 9, wenn nicht sogar 3. Admiral Akbar und Wicket ist jetzt nicht so das Problem, dass ich die nicht auf Relikte hochziehen kann. Habe ich im großen Account schon gemacht. Da habe ich beide inzwischen auf Relikte 3. Also von dem her, das klappt schon. Aber der Rest ist halt schon extrem übel. Aber wie gesagt, wir warten mal ab, was noch kommt. Also lasst uns mal bis jetzt. Jetzt gehen wir mal, tun wir mal ein bisschen spekulieren. Gehen wir mal in eine Spekulationsrunde. Wenn ihr dieses Video seht, vielleicht gibt es da schon... vielleicht hab ich ja schon mal recht gehabt. Also. Leer. Und zwar, das hat jetzt eher was mit Endor zu tun. Deswegen, meiner Vermutung nach, wird, nachdem Captain Rex dabei ist, also von den Rebellen... Aber jetzt machen wir es mal. Von den Rebellen... 2 werden garantiert nicht dabei sein, Kanan Jarrus und Ezra. Die haben damit nichts zu tun, die waren beide nicht dabei. Sabine Wren ebenso nicht, die war ja auch nicht dabei. Akbar ist ja schon dabei. Harrison Dulla hat in der Schlacht um Endor gekämpft, laut Rebels, mit Chopper. Und einem weiteren Mitglied. So. Also, ich schätze mal, einer von beiden wird auf jeden Fall da mit dabei sein. Hera. Dann, natürlich, Prinzessin Leia. Prinzessin Leia, sie hier, schätze ich mal auch. Ich vermute mal, sie wird auf Relikte 9 hochkommen. Das ist so eine ganz große Vermutung. Oder Jedi-Ritter Luke.
Jedi-Ritter Luke könnte auch der Fall sein. Von den Ewoks wird mit Sicherheit, von den Ewoks werden mit Sicherheit auch noch welche mit dazukommen. Also Chief Chirpa oder Logray. Einer von beiden wird auf jeden Fall auch noch mit auf Relikte hochkommen, schätze ich mal. Wicket 2 haben wir ja schon hier. Also das ist ein komplettes Team. Wie gesagt, zwei werden es auf jeden Fall noch sein, die dafür notwendig sind. Also hier, ich schätze mal Chief Chirpa und Logray. Dann haben wir Rebellen. Habe ich ja schon gesagt. Ah, die sind ja auf Endor. Rebellenkämpfer. Die sind nicht Rebellen. Also sind ja dann hauptsächlich welche, die damit, die auch oben und unten gekämpft haben. Mon Mothma war nicht dabei. Obi-Wan war schon tot. R2-D2 war auf Endor. Ob die beiden wieder Voraussetzungen für... Also, dass er nochmal eine Voraussetzung ist, wage ich zu bezweifeln. R2-D2 dagegen könnte schon der Fall sein. Commander Luke, nein. Eher Jedi-Ritter Luke. Chewbacca, der war auch auf Endor. Han Solo auch. Aber dass sie ihn dann jetzt noch auf Relikte 9 hochziehen muss, schätze ich mal eher nicht. Also. Ich schätze R2-D2. Der war ja auch auf Endor mit dabei. Dann... vermute ich mal Hera und Prinzessin Leia. Jetzt sind wir drei mit zwei weiteren Ewok sind wir bei 5. Von den restlichen schaut schon mal recht schlecht aus. Also da wüsste ich jetzt nicht, wen wir dazu mitnehmen könnten. Also 5 haben. 5, das ist eine Vermutung. Jetzt gehen wir mal in alle rein. Also, Jedi-Ritter Luke Skywalker bin ich fast sicher. 9. Der wird auf Relikte 9 Pflicht sein. Also sind wir schon bei 6. Palpatine oder Vader? Palpatine oder Vader? Einer von beiden wird auf jeden Fall auch mit dabei sein. Und zwar auf Relikte 9. Da bin ich auch... Also einer von beiden wird auf jeden Fall mit dabei sein. Und ich schätze mal auch auf Relikte 9. So, dann sind wir bei 3 weiteren. Gehen wir mal weiter, die ganzen Kandidatenliste. Es fehlen jetzt noch 2. Ob sie die dann mit 9 auffüllen? Weil die Auswahl ist eigentlich dann schon recht mau. Aber gesagt, vielleicht können sie auch C3PO oder sie machen einen komplett neuen. Ne, mir würde jetzt hier, würde in meinen Augen keiner mehr wirklich passen, die damit zu tun haben. Außer die, die jetzt noch da sind. Aber schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr vor der ganzen Geschichte haltet. Also ich habe jetzt 8 weitere genannt, die wahrscheinlich noch mit dazugehören. Vielleicht sind die ersten 5 dann schon bekannt. Wenn ihr dieses Video seht, die restlichen, da wird es vermutlich erst im August, werden die erst kommen. So, dann schauen wir mal. Also Leute, dann, wir haben jetzt 21 Minuten, ein paar Minuten haben wir noch. 14:26, dann können wir mal schauen, wie es im TV ausschaut. Aktuell läuft der TV. Ich vermute mal, schaut sehr gut aus für uns. Hier ist nichts. Okay, dann nehme ich den raus. Dann, erste Ordnung. Jedi brauche ich, Entschuldigung. Wir nehmen ihn.
Dann nehmen wir ihn mit dazu. Na, den werde ich noch brauchen. Aber jetzt was machen wir so. Und Separatisten. Wo stehst du mit meinem? Der bist ganz unten. Das macht aber nichts. Kommt zwar nicht viele Buffs, aber ein paar bisschen was kommt immer. Dann nehme ich die galaktische Legende raus und von den restlichen schauen wir mal, was ich da noch machen kann. So, als erstes so. Gut, dann boom. So. Der ist, da ist jemand verwirrt. Das ist sehr gut. So, dann wollen wir mal anfangen. Der soll nicht zu viele bekommen. Zack, der erste ist raus. So, und jetzt nehmen wir... Sehr gut, da hat er keinen. Jawohl. Und schon haben wir ihn erledigt. Passt. Zwar nur 19 Punkte, aber das habe ich auch nicht anders erwartet. Ich habe nicht, Watambo habe ich nicht gedacht, habe ich nicht erwartet, dass er überlebt. Gut, dann schauen wir mal, was wir sonst noch hier hat. Die ganzen Padme-Teams. Mit C3PO ist schon extrem übel. Wenn meine... Ja, da ist der mit drinnen. Das ist schon etwas knackiger. Jetzt schauen wir mal, was wir hier noch machen können. Da nehmen wir mein Jedi Revan-Team. Dass ich mit meinen Jedis, mit den restlichen Jedis, dieses Droiden-Team rausnehmen kann, wage ich zu bezweifeln. Also entschuldigt übrigens, dass ich da hier... dieses Shirt ist hat nämlich ein kleines Problem. Das hat nämlich teilweise grün, aber es gefällt mir halt so gut. Aber vielleicht tue ich nur nachher noch wechseln. So, dann... Die haben alle, damit würde das nichts bringen. Jetzt sind sie raus. So, dann saugen wir. Dann hat er seinen ersten Tod. So, jetzt kriegt er. Dann tun wir als erstes den rausnehmen. Perfekt. Es war ein standardmäßiger Angriff auf Jedi Revan. So, das Team nehmen wir mit den Rebellen raus. Das Team nehmen wir mit den Rebellen raus. Also, wenn die Farbe nämlich hier im Hintergrund, wenn es so blau ist, dann ist es nicht das Problem. Aber sobald der Hintergrund extrem hell ist, wie jetzt schon wieder. Wo haben wir denn? Wo ist er denn? Fives, da bist du ja, mein Freund. So, dann machen wir gleich Echo wegnehmen. Weil der war sowieso schon fast down. Zack, erledigt.
Dann einmal hier das und dann ist der Leader raus und dann der letzte und schon haben wir drei weitere Teams weggenommen. Sehr gut. So. Jetzt haben wir noch ein mein Padme-Team. Nehmen wir mit mein Padme-Team. So. Nehmen wir R2-D2 mit. Normalerweise ist C3PO besser, aber ich habe ja gerade, den habe ich ja gerade für was anderes. So. Wir machen einen Schuss. Sehr gut. Vielen der Dank. So. So. Wir nehmen von ihr die Buffs. Und jetzt klauen wir uns. Jetzt erhöhen wir. So, und zack. Jetzt können wir sie rausnehmen. Er hat nicht geklappt. Nicht nett. Das läuft ja überhaupt nicht. Das läuft ja überhaupt nicht. Ach, du kriegst die Tür nicht zu. Das lief überhaupt nicht. Das ist böse. Das ist nicht gut. Ja, aber das schafft jetzt... jetzt schafft es mein Jedi-Team auf jeden Fall. Für das Druiden-Team keine Chance. Aber das Jedi-Team sollte das hinkriegen. Mein Jedi-Team hat gegen das Druiden-Team keine Chance. So, wir nehmen halt erstes mal schnell den da hinten raus. Der mich so viel gekostet hat. So. Aber wenigstens konnte ich schon mal ein Padme-Team rausnehmen. Denn die restlichen Padme-Teams, ich glaube, das sollte ich mit meinem anderen Account machen. Das sollte ich dann hinkriegen, dass ich da... Ja, ich glaube, alle drei kriege ich da raus. So, hier haben wir jetzt noch 5. Mal sehen, was hier noch da ist. Ein absoluter Killer. Das ist... Da haben sie mal wirklich eine... ein Dings gesetzt. Ein Zeichen. Das ist übel. Also das ist eine extrem gute noch Zusatzverteidigung. Dann werde ich mich mit dem anderen Account auf das konzentrieren, weil ich habe jetzt nicht mehr starke Teams, mit denen ich da was anfangen könnte. Obwohl, nee, aber jetzt, ich habe eigentlich nur noch, lass mal kurz gucken. Nee, lassen wir es gut sein, Leute. Ich bin schon bei einer halben Stunde. Ein Sieg wird es auf jeden Fall. Und mit meinem anderen Account sollte ich da in der Lage sein, dass ich noch ein paar Teams rausnehmen kann. Also drei
bis vier Teams auf jeden Fall. Mit dem jetzt leider nicht. Ich habe im anderen Team ja auch nur zwei galaktische Legenden. Somit sollte das kein großes Problem sein, dass wir da durch die komplette Verteidigung durchkommen. Bei uns kommt er nicht durch. Also von dem her passt das schon. Also Leute, das sollte jetzt gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Abo, Glocke, Tünen. Schreibt es auf jeden Fall auch noch in die Kommentare, was ihr meint mit dem ganzen... Vielleicht ist ja schon dann bekannt, wenn das Video dann veröffentlicht wird, wie der aktuelle Stand ist. Das werden wir dann sehen. Also, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Abo, Glocke aktivieren. Ich wünsche allen schönen Tag, macht's gut, dass ihr was möglich macht. Mit euch sein, wir sehen uns im nächsten Video. Thank you.